Grüß euch! Heute wird sie euch denken, was hat denn die für ein Ausschau auf ihren Tisch? Aber ich möchte euch heute zeigen, wie ich dekoriere, weil ich immer sage, ich verwende die alten Sachen wieder oder ich tue zusammen kombinieren. Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Los geht's! So, da habe ich mein ganzes Sammelsurium beieinander. Und ja, es sind ganz unterschiedliche Sachen. Also das war einmal ein Geschenk. Das da habe ich einmal selber gekauft. Das ist vom Flohmarkt. Ja, und so sind die unterschiedlichsten Sachen und genau das mache ich. Ich stelle die Sachen zusammen, wo ich mir denke, das könnte ungefähr zusammenpassen oder ich habe schon einen Platz, wo ich es hinstelle. Und dann trage ich das alles zusammen und dann suche ich mir die Sachen zusammen, was da drauf passen könnte oder dazu passen könnte. Und so eine Deko zeige ich euch jetzt. Ich fange einmal mit meinem Tisch, mit meiner Tischdeko an und deswegen tue ich jetzt die anderen Sachen, was ich da nicht jetzt brauche, weg. Also die erste Deko, was ich machen möchte, ist für mich für den Tisch. Und da habe ich auch wieder alles zusammengetragen. Das ist der Kranz, wenn ihr euch noch erinnert, das haben wir bei der Sommerdeko gemacht mit dem Seil. Das, was ich einfach aufgewickelt habe. Und der ist mir jetzt wieder unter die Finger gekommen und ich habe mir gedacht, irgendwie ist der doch cool. Der ist nicht nur für Sommer, sondern ich möchte ihn jetzt dekorieren, dass er für den Herbst passend ist. Ja, und auf den Ganzen basiert das eigentlich. Was habe ich mir da überlegt? Ich lasse den Kranz einfach so, wie der ist. Das Einzige, was ich mache, ich habe so eine Lichterkette und der ist so eine Kupferschnur. Und das passt natürlich zu dem Kupfer super dazu, es passt zu den Laternen dazu und ein bisschen Licht hat es auch. Und den möchte ich jetzt genauso wie ich den Kranz gewickelt habe, einfach da in meinen Schwung, was es da hat, dazu einwickeln. Dazu tue ich das unterhalb rein und tue das Reihe für Reihe rundherum. Oft hält es dann nicht so gut, oder zumindest brauche ich ein bisschen, und halt nehme ich einfach ein Haftal und stecke das da dazwischen rein. Ich finde das irgendwie cool, weil direkt der Kranz indirekt beleuchtet ist. Für das ist die Schnur oder zumindest der Leucht, was man dazu sagt, der Leuchtdraht, sehr praktisch, muss ich sagen, weil ich ihn wirklich ein bisschen verstecken kann. Und ich finde, das schaut doch total lieb aus. Also einfach zwischendurch ein paar Hafterleine, damit schön in der Reihe bleibt. Und wie das genauso, wie mein Kranz da gewickelt ist, das drauf haben. Total interessant. Der Kranz wirkt damit schon wieder ganz anders, als wir, was wir bei den Sommerlichen gehabt haben. So, jetzt habe ich meine Lichterkette da schön eingearbeitet. Ich finde, das schaut einfach wirklich cool aus. Also mir gefällt es. Ist eine interessante Geschichte. Den habe ich wieder ein bisschen verdeckt mit dem gleichen Jute, dann sieht man das noch da. So, jetzt nehme ich mein Tablett und gebe das da rein. Ich glaube, mit dem Schwarz hebt sich das irgendwie total cool ab. Und meine Lichterketten, die kann ich da auf der Seite rausgeben oder da unterhalb. Das sieht man nachher nicht da. Fällt überhaupt nicht auf und die kann sie ein- und ausschalten. So. Dann nehme ich da meine Deko und was ich noch habe, also, wie ihr wisst, mein Papa Drechseln und da habe ich ganz liebe Schalen gekriegt, also mit Natur und Holz und die kommt bei mir da rein. Das passt nämlich auch dazu. Es sind also ja, Einzelstücke, Fundstücke oder ja, Geschenke und das wird alles da drinnen verarbeitet. Was habe ich da? Ein Zweig am bemoosten, ein bisschen Moos, dann habe ich einen Lotus, eine Zepfen. Dann eine Ähren, aber nur die oberen Teile, ein Lederbandel in Farbton und eine Kerzen in dem wunderschönen Rostton. Das passt da nämlich auch sehr gut dazu. Jetzt habe ich da die Stacheldrahtblume und die gebe ich mir einfach da rein. Wie ihr wisst, trocknet die wunderschön ein und ich finde, das ist einfach auch etwas Herbstliches und trotzdem nicht so was Typisches, sondern ein bisschen was Ausgefallenes. Und da gebe ich jetzt meine Deko. Wieder so auf der Seite dazu. Wie ihr seht, ist die Farbe da auch wieder drinnen. Das passt nämlich wirklich optimal. Einfach einmal draufgelegt. Passt mir das? Ja. Dann mache ich es mit einem Haftal fest. Ihr wisst, ich mache das gerne mit dem Haftal, um eben den Kranz nicht zu ruinieren, wenn ich zu big oder so. So. In Lotus möchte ich da dazu eine geben. Der hat nämlich den wunderschönen dunklen Braunton. Der passt da optimal dazu rein. Ein bisschen Moos verteile ich noch.
ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber bei uns regnet es gerade so richtiger, ordentlicher Landregen, wie man sagt. Und den brauchen wir jetzt eh unbedingt. Also das ist wirklich herrlich. Ich glaube, hört man, gell? Endlich wieder ein bisschen Feuchtigkeit bei uns da, oder zumindest andere Gebiete ist es anders, aber wir sind dankbar für den Regen. So, jetzt habe ich das einmal. Jetzt tue ich da, oder meine Ähren, ich lege die einfach nur so rundherum auf. Das soll mir einfach symbolisieren, den Herbst. Dass es nicht zu rustikal oder zu, wie sagt man, zu sommerlich, weil irgendwie erinnert ihr das noch ein bisschen an Sommer, da haben wir ja mit Braun und so gemacht. Aber die Ähren da rundherum, das ist das typische, der typische Herbst. Und ich finde, das passt da einfach wirklich gut dazu. Es sind nur so kleine Tupfen, aber da weiß man sofort, aha, das ist herbstliche Zeit, typische Herbstsachen. So, und ein paar Zäpfchen habe ich noch mit den Brauntonschengen. Ich weiß es mit den Farben, da bin ich immer ganz happig. Aber genau das macht die Deko aus. Die gebe ich einfach da ein bisschen rundherum, damit ich den Braunton ein bisschen woanders dann noch habe. Ja. Du auch selber ausprobieren, zubehalten und schauen, passt mir das da hin oder passt es nicht. Jetzt habe ich einmal meine Deko fertig, wie ihr seht, überhaupt nichts Aufregendes, eigentlich ganz was Einfaches. Es machen einfach die Sachen aus. Dass die Farbharmonie ist, dass ein bisschen die Sachen zusammenpassen vom Stil her. Deswegen habe ich auch die Kerzen ausgesucht, die passt nämlich da super dazu. Es passt aber auch mit den schwarzen Halterungen da zum Tablett und das stecke ich mir da einfach in meine Stacheldrahtblume eine. Dann habe ich da in der Mitte eine Kerze drinnen, was beim Tisch ist. Und da habe ich noch zwei gleiche Kerzen. Und die möchte ich mir mit den alten Kerzenständer, die sind wirklich vom Flohmarkt, die habe ich mal wo gefunden. Ihr wisst, ich bin so ein Flohmarktgeher und Sammler und alles Mögliche. Aber gerade das gefällt mir. Da ist irgendwie ein Stilmix. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das da auf dem Tisch. Ein Sommerkranz im Herbstlook und eben noch zwei Kerzen dazu mit dem gleichen Ton. Und dann habe ich noch einen anderen Bereich und da möchte ich meine Laterne eben dekorieren und das dazu passend dazu stellen. Das kommt alles in einen Raum, das müsst ihr vorstellen, das ist ein richtiges Farbkonzept, wo alles zusammenpasst und trotzdem an unterschiedliche Plätze steht. Jetzt kommt die Laterne. So, die Laternen seht ihr, passt von der Farbe her dazu, weil so wie da kommen ja wirklich nur die Kerzen auf, das ist Schmuck genug, weil eh die Kerzenständer auffällig sind. Das passt eben da wieder dazu, aber die Laternen möchte ich ein bisschen dekorieren. Und das mache ich mir wirklich super einfach. Ich habe da so ein Gefäß, das ist auch schon ein uraltes Gefäß, aber ich brauche einfach etwas, wo ich ein bisschen eine Höhe kriege, wo ich meine Kerzen abgebe. Jetzt gebe ich das einfach da rein und fülle das Ganze mit Granulat auf. Das ist auch wieder der Braun-Weiß-Ton, der passt überall dazu. Das ist also ein Potpourri und ein bisschen Kaffeebohnen, das kennt ihr eh schon von mir. Ich verwende immer wieder das Gleiche, nur auf verschiedene Art und Weise. Und damit decke ich das da unterhalb ab, dann sieht man das gar nicht da. Weil oft hat man nicht so große Kerzen oder ja, meistens. Man kriegt schwer große Kerzen, weiße ja, aber halt ein Farbton oder irgendwas ist meistens sehr schwer. Und deswegen tue ich ein bisschen tricksen und mache mir das eigentlich so, dass ich das mit so einem Granulat auffülle und dann einfach eine LED-Kerze reingebe, weil der ist am einfachsten, da verbrennt mir nichts. Jetzt bin ich schon von der Höhe ein bisschen passender als wie vorher. Dann habe ich noch eine Zäpfen, weil da habe ich auch die Zäpfen drinnen. Das dekoriere ich ein bisschen mit den Zäpfen aus. Wie gesagt, es ist wirklich nichts Aufregendes. Aber die Zusammenstellung macht das Ganze dann aus. Oft glaubt man, man muss bei einem einzelnen Sachen oder was ist das anders. Aber wenn ich so eine Kombi habe, kann ich oft wirklich ganz einfache Sachen verwenden. Und wenn ich das zusammenstelle dann schaut das wirklich passend und super aus. Was ich mir noch gedacht habe, ich habe da so ein Lederband, weil ich habe da überall die LED-Kerzen. Ich mag die einfach gern, weil nichts passiert und ich kann sie wirklich brennen lassen. So, und was ich mir gedacht habe, die LED-Kerzen sind schön und passt alles, aber meistens ein bisschen, ja,
wie soll man sagen, ein bisschen fade. Und deswegen habe ich mir gedacht, habe ich mir ein Lederbandel ausgesucht, was von der Form her dazu passt. Und ich wickel das da einfach zweimal um und mache da vorne ein bisschen einen Knopf drauf. Und schon habe ich ein bisschen einen Schmuck, wo ich das Ganze, die Kerzen, wieder verbinde miteinander. Weil es sind ja nicht alles komplett die gleichen, das ist euch sicher schon aufgefallen. Ja, einmal. Weil die Kerzen ist ja ein bisschen anders als die anderen. Ich habe auch nicht immer alles das gleiche. Natürlich könnte man, aber ich mag nicht immer fort kaufen. Oder oft hat man ein Set und das wird auch nicht hin oder so irgendwas. Das kennt ihr bestimmt. Und dann müsste man immer wieder nur neue Kerzen kaufen oder Kerzensets oder was ich was. Und ich versuche das dann einfach ein bisschen dazu zu dekorieren, dann fällt das nicht auf. Das Auge ist eigentlich leicht zu enttäuschen, muss ich sagen. Es ist auch sehr für Details empfänglich, aber man kann es auch leicht täuschen. Und das versuche ich eben mit denen zu machen. Dann fällt das nicht mehr so auf und ich kann das verwenden und passt. So, jetzt kommt der da rein. Jetzt habe ich aber das Problem, ich habe da das Schwarz. Zumindest nicht das Problem, mir gefällt das so, weil es auf dem Tisch auch gut dazu passt, aber sonst habe ich nirgends Schwarz. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich kombiniere das wieder, das Braun, das Lederbandel, gebe ich einfach da außen ein bisschen auf. So als leichten Schmuck, was da ein bisschen oberhängt, man kann nur noch Zäpfen oder was aufgeben. Und ich gebe einfach die dunklen Federn. Die dunklen, die passen da nämlich super dazu. Die habe ich einfach aufgewickelt. Und die lasse ich da oder seitlich ein bisschen oberhängen. Dann ist das wieder eine Kombination zum anderen, zum schwarzen Tablett. Ist wieder verbunden. Das ist ein bisschen zu lang. So lang muss es gar nicht sein. Hat gerade ein bisschen einen Touch. Und wenn ich will, kann ich sonst, das ist mir jetzt gerade eingefallen, das wäre nämlich gar keine blöde Idee, die was ich da jetzt abgeschnitten habe. Die gebe ich da bei meiner Lederschnur auch noch einmal dazu. Dann habe ich es richtig kombiniert. Dann ist es wirklich da das gleiche, da das gleiche. Und wenn ich mag, kann ich das da auch noch einmal dazugeben. Auch noch ein bisschen drüber schlingen. Dann ist die Kombination wirklich perfekt. Also das ist heute wirklich recycelt, der Sommerkranz recycelt, die alten Sachen zusammengeholt, zusammengestellt und wieder auf neue Art kombiniert. Und genau das möchte ich euch ein bisschen sagen, weil viele sagen, man, da muss man so viel kaufen, wenn man Deko macht, oder man braucht immer wieder was Neues und das kostet viel und weiß ich was. Das stimmt gar nicht. Man muss wirklich nur sein Auge ein bisschen schulen, auf die Form ein bisschen schauen und sich wirklich was überlegen. Wie kann ich das eine mit dem anderen kombinieren oder was kann ich verwenden? Zum Beispiel die Feder, wo ich dann überall wieder eine Kombination zusammenbringe. Es ist nicht schwierig. Man muss nur ein bisschen nachdenken und wie ihr seht, aus dem ganzen Sammelsurium, was ich da gehabt habe, ist jetzt eigentlich eine einheitliche Deko geworden, wo ihr den ganzen Raum super damit dekorieren kann und das passt alles zusammen. Ich hoffe, euch ist es eine Inspiration, ein bisschen ein Nachdenken, holt eure alten Sachen aus, schaut, was kann man verwenden, tapst einmal alles zusammen her auf den Tisch und probiert es aus. Es zahlt sich aus, es werden wunderschöne Sachen zeigen, wo ihr gar nicht denkt und schon längst gedacht habt, das schmeiße ich weg. Ist nicht notwendig. Es findet wieder eine Verwendung. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber dekorieren und beim Düfteln. Bis zum nächsten Mal.